Wenn die dann gefunden hat. So, hier. Was bereitet euch Sorgen? Breckdach und Datos sind tot. Ja, sie waren ja vorher schon tot. Sie waren ja untot. Das fällt mir schwer zu glauben. Sie waren so böse, dass ich es für unmöglich hielt, sie zu bezwingen. Aber ihr habt es dennoch vollbracht. Sie waren furchterregende Gegner aus dem Reich der Legenden und nun haben sie ihr Ende gefunden. Vielleicht geht ihr selbst auch in die Legenden ein. Haha, auf jeden Fall werde ich das. Ich werde die Berichte eurer weiteren Taten erwarten. Und vielleicht sitze ich ja irgendwann einmal in einem warmen Feuer. An. Ihr sitzt nicht im Feuer, sitzt an einem Feuer. Und sage, ich kenne den von früher, als die Legende noch jung war. Ach, vielleicht, mein Freund. Nicht zu fassen, dass ihr den Kampf gegen die Herren der Unheude überlebt habt. Ach, welch ein Wunder. Ja. Kannst du mal Bauklötzchen staunen hier. So, Finesse-Crit. Egal. Er hat keine Folgequest für mich. Kriege noch ein bisschen was. Ich werde mich jetzt hier abstellen. Denk mal. Oh. Dachte gerade, ich guck mal rum. Ich denke mal, ich bin safe, aber haha, Pusteblume. Pustekuchen. Ich stelle mich mal kurz hin. Die werden jetzt nicht hierher gucken, oder? Die sind weit weg. Die sind da ganz hinten. Ja, okay, das wird schon passen. Ich bin sofort wieder da. Moment. So. Okay, doki. Also, das kann ich schon mal rausnehmen, weil in einem einsamen Lande werde ich jetzt nicht reisen. Und ich muss zurück nach Karanost. Okay, und dann kann ich doch, ja. Also, ich porte jetzt erstmal und gebe die Trophäe ab und dann gehe ich zurück zu dem Lager und gebe die Quest ab und dann gucke ich mal, wie viel noch davon übrig ist. Wie viel noch kommen. Was verlangt ihr von den Dúnedain? Macht ihr damit? Etwas düster, oder nicht? Er untersucht seinen Schädel, also den Pentuls Schädel, ähnlich wie ihr es tatet. Nach einer Weile legt er den Schädel sanft auf einen nahen Tisch. Oh je, die Hügelgräberhöhen. Selbst nach so vielen Jahren des Leids ruhen die Toten immer noch nicht. Ich für meinen Teil werde dafür sorgen, dass diese arme Seele begraben wird, wo diese schreckliche Magie aller alter Zeit sie nicht erreichen kann. Okay, und jetzt? Hallo Koito, grüß dich. Schönen guten Abend. Was kann ich für euch tun? Andraf. Andraf. Huch, bin ich gerade geflogen? Bin gerade die Treppe runter geflogen. Ist doch nicht Pegasus hier. Ein Flugpferd. Oh, der hat einen Bunnyhelm auf. Guck mal, der hat einen Bunnyhelm. Ich bin ein Hase. Ich bin ein Hase. Was kann ich für euch tun? Ach, ich danke euch. Ihr habt mir sehr geholfen, das Leben meiner Gefährten zu retten und das Leben jener Steine zu verlängern. Bitteschön. Willkommen zurück. Die Spinnenseide, die ihr gesammelt habt, war genau, was ich brauchte. Ich bin jetzt etwas zuversichtlicher, dass alle die Verletzungen behandeln. Anders. Ich bin jetzt etwas zuversichtlicher, dass ich alle die Verletzungen behandeln kann, die sich meine Begleiter einfangen. Okay. Sie kichert, als ihr euch anstrengt, ihr das klebrige Zeug zu geben. Netz. Egal, ich habe Zeug vorgelesen. Auf welchem Server spielst du? Ich bin auf Beligor. Beligor. Ihr kehrt siegreich zurück. Wirklich ausgezeichnet. Ich weiß. Ja, ich weiß, dass auf diesen Straßen nicht mehr so viele Reisen unterwegs sind wie früher. Aber vielleicht haben wir heute dennoch ein paar Leben gerettet. Und ich bin dankbar, dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen, dass uns diese Kerle im Nacken sitzen.
keine Folgequest. Hurra! Okay. Gehen wir noch zu den aufgeregten Pferden rüber. Ich muss zugeben, ich hatte nicht erwartet, dass ihr zurückkehrt. So schnell, meine ich. Was soll denn das heißen? Wir sind wahrlich gesegnet, dass jemand wie ihr zu uns gestoßen ist. Ja, aber irgendwie klingt das so nicht überzeugend. Also, als hätte er erwartet, dass er uns in den Tod schickt. Bist du vielleicht ein zwielichtiger Typ? Oder einfach nur super, super pessimistisch? Bele, netter Server. Ich habe meinen Charakter auf, also die wichtigen, auf Gwahir. Ah, okay. Ja, Gwahir ist auch gut was los, ne? Ich grüße euch. Sagt mir, konntet ihr sie vernichten? Ihr berichtet, dass ihr es geschafft habt. Oh, danke, danke, vielen Dank. Vielleicht kann ich jetzt endlich wieder schlafen. Wieso habt ihr keine Folgeaufträge? Und wieso hat sie eine Aufgabe, die ich noch nicht machen kann, weil ich vom Level zu klein bin? Was habe ich vergessen? Ich meine, ich bin fast Level 28, aber irgendwie komisch, dass mir was fehlt. Wahrscheinlich diese Handwerksreihe hier, die ich auf jeden Fall nicht machen werde. Ja, leider, ich finde Bele besser, ist irgendwie liebevoller, die Community. Oh, also den Vergleich habe ich gar nicht. Weil ich nie auf Gwahir hier aktiv gespielt habe, könnte ich dir gar nicht sagen, ob die Community auf dem einen oder auf dem anderen Server jetzt liebevoller ist. Das kann ich dir gar nicht sagen. Wie lange spielst du schon Lotro? Hallo Limette, ich spiele seit 15 Jahren Lotro. Bin voll alt. Okay, dann mache ich jetzt irgendwas, um noch ein bisschen EP zu grinden. Und wir gehen mal nach Bre. Maybe. Hier irgendwas. Wir machen hier irgendwas von. Ich spiele 12. Okay, 12 Jahre schon. Wahnsinn. Wie lange? Kurze Frage. Eines neuen Zuschauers. Wie viele Leute spielen so auf dem Server und wie interagiert man mit anderen realen Spielern? Gibt's PvP? Hallo Elo. Es gibt sowas ähnliches wie PvP. Interagieren tust du über einen Chat. Okay, das hier nicht. Alles was grau ist. Sind Leute, die schreiben. Es gibt hier Sippen. Im Prinzip das Pendant zu einer Gilde. Ja. Es gibt eine Suche nach Gefährten, weil die Gefährten, Herr der Ringe und Gefährten, da kannst du halt für Instanzen suchen und sowas. Also ja, es gibt genug Möglichkeiten hier irgendwie mit anderen Spielern zu interagieren. Es gibt PvMP, ich will die Karte zeigen. Danke. PvMP, ich such's gerade. Da. PvMP ist auf dieser Karte, die komplett abgeriegelt ist von allen anderen Karten. Du kannst nicht über die Grenze hinaus. Auf diesem kleinen Kärtchen kannst du Burgen verteidigen und einnehmen. Das sind diese blauen kleinen Bäumchen oder dieses Auge da. Und ja, du kannst natürlich andere Gegenspieler, die ein Monster spielen. Urukai, Spinne, Bark. Ork? Ich umfasse das jetzt mal so. Kaputthauen. Ja. Die haben eigene Fähigkeiten und du bist ein Freep und hast deine Fähigkeiten. Das unterscheidet sich darin. Du spielst nicht gegen komplett andere Spieler. Also schon, aber sie spielen halt ein Monster. Ja. Ja. So. Das war der Schnelldurchlauf. Hup. Hup. Wie viele so auf dem Server spielen, kann ich dir gar nicht sagen. Ich vielleicht, keine Ahnung, 400, 300, 600? I don't know. Okay, danke, bitteschön. Es sind auf jeden Fall mehr als 10. Aber wie viele genau, das kann ich dir wirklich gar nicht sagen. Keine Ahnung, ich habe da, es gibt irgendwo auch Webseiten, da werden die Spielerzahlen erfasst. Sprich mit Streicher, okay. Also da kannst du dann genau die Auslastung der Server sehen. Das gibt es. Es gibt so Übersichtsseiten.
da lang? Wenn ich hier nicht nach Minimap laufe, ich verlaufe mich jedes Mal da lang. So, dann machen wir das hier mal fix. Ihr bringt schlechte Nachrichten. I know. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das zählt ja zum... Also diese Questreihe zählt ja noch zu dem alten Intro, was man sonst sowieso spielt. Wenn man das Intro durch hat, dann kommt man irgendwann bei Streicher mal raus und soll mit dem reden und... Seid ihr zum Aufbruch bereit? Andrek? Ist jetzt Andrek, den wir verlieren? Wen verlieren wir jetzt? Wen haben wir hier? Streicher und die Waldläufer verfolgen Tortan. Ihren gefallenen Bruder zum Lager der Schwarzwolds. Aber nicht alles ist so, wie es scheint. Amdir. Amlan, wie komme ich denn auf Amlan? Amdir ist das. Okay, naja. Es ist Übles im Gange. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gespielt habe. Aber Aragorn sieht deutlich besser aus. So, ich verkaufe mal nebenbei, während die noch kurz quatschen. Das kann weg. Na los, komm mit. So muss ich nochmal mit dir reden. Nein. Ah, das kann weg. Oh, lag. Und die spricht mit Streicher. Oha. Okay, ich habe gerade über Lags. Mhm. Ich habe auch schon verworfene Flames. Was? Ich hoffe, der Ruckler war nicht ganz so dolle. Kann weg. Achso, wir müssen nochmal mit ihm reden. Na komm. Seid ihr bereit? Yes. Let's go. So, die flüchten doch eh hier vorne. Alter, wie die laufen. Na, ah. Hallo, Kytox. Oder Kür. Bitteschön. Also auf Bar hier sind im Moment 698 Spieler, die nicht anonym sind. Okay, das siehst du, das ist ordentlich. Und dann gibt es auch noch ganz, ganz viele, die anonym sind. Also wirklich viele. Also locker nochmal 150 dazu zählen. Ist ordentlich was los. Hey, Wald! Halt, stopp! Wohin des Weges? Okay, ich räume schon mal frei, du kommst nach. Bitte schön. Was? Bitte schön. Das Doofe ist, wenn es zu schnell geht, dann bleibt er irgendwann stehen, der Typ hier, und denkt sich so, nö, ich laufe nicht weiter. War da hinten nicht in der Ecke noch wer? Jo. Ich würde auch behaupten, so ein Drittel sind anonym. Ja, also das machen sehr viele, schalten sich auf anonym. Die Dunkelheit kommt näher. Jo. Ich glaube, Habe ich einen Charakter, der anonym ist? Ja, ich glaube... Ja, doch, einen habe ich, von dem ich weiß, aber den spiele ich nicht mehr. Den habe ich auf anonym gemacht, weil mich ständig jemand angeschrieben hat, dass ich irgendwie falsche Ausrüstung drin habe. Das fand ich irgendwann so nervig. Dachte ich mir, gut, dann... Kannst du mich gerne haben. Aber nur bei dem, das war glaube ich damals der Hüter. Da musste mir ständig jemand irgendwie schreiben, was ich da reinzupacken habe. Nee. Lass mich spielen, wie ich will. Wenn es falsch ist. Ich habe von Codemasters eine Gamecard Schatten von Angmar und Moria CD. Oha, krass. Ja, Schatten von Angmar habe ich auch noch die Box da. Die Preview. Review-Box. Und Moria habe ich diese Limited Edition große Box hier, wo so Ring drin ist und sowas. Oh, das war noch Zeiten. Ich fand das so toll, als es noch physisch so coole Boxen gibt. Also gibt es von manchen Spielen noch, ja. Aber das kann man nicht mehr bezahlen. Ich wollte mir von God of War, wollte ich mir die Box holen. Da waren die immer 300 Euro oder so. Nein. Nein. Too much. Okay.
finde es schade. Bleibt einen Moment. Nur nicht die Nerven verlieren. Okay, ich heile dich schon mal. Sicher, sicher. Und ich heile mich. Und dann heile ich wieder dich. Der Nazgul. Nazgul. Immer schnüffeln müssen. Schnüffeln? Schatz, schnüffeln? Oh. Boing. Amdir ist erwacht. Badebandetyp. So cool aus. Einfach noch schwarz in ist. Ruhe in Frieden, Amdir. Was für ein schrecklicher Tag. Okay. Was für ein schrecklicher Tag. Ich mach mal ein bisschen leiser. Die Nazgul haben den Isen überquert und ziehen nun in Richtung Auenland. Die Hobbits müssen schnell sein, wenn sie dem Zorn der Neuen entgehen wollen. Wir können nur hoffen, dass es Frodo gelingt, den Fallen des Feindes zu entrinnen. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Ja, ich musste ihn aber kaputt machen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste ihn kaputt machen. Es ging nicht anders. Weh über Amdir. Umhang aus Cardolan. Hm. Danke, verzichte. So, das... Ich habe eine Aufgabe für euch. Banwart Unterberg. Oh. Welche Straße habt ihr gewählt, Frodo? Die Ringgeister durchreiten offen das Auenland. Und doch gibt es Orte, die weit gefährlicher sind. Wenn ihr den Weg wählt, den ich fürchte, sucht nach dem Licht in der Dunkelheit. Mit Tom Bombadil. Mit Tom. Man wird da gleich hingeportet. Nett. Was kann ich für euch tun? Willkommen in Schlucht. So, Banwart Unterberg. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Nein. Ich muss schon mit dem hier oben reden. Dabei will ich eigentlich nur das Level voll machen mit grauen Quests. Haha. Wie ist das Wertebefinden? Okay. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Recht wie ist das Wertebefinden? So, wir sollen jetzt Unholde töten. Amdirs Niederlage hat den Schwarzwolz das Genick gebrochen. Doch noch immer sind nicht alle Teile des Rätsels gelöst. Angmar, hier in der Räuberhöhle. Oh meine Güte. Schön vorsichtig, hier könnt ihr jetzt alles Mögliche leben. Ja, natürlich, hier lebt auch alles Mögliche. Warte mal, was gleich aus dem Boden rauskommt, nämlich Zirperkörper. Neue Tat. Toll. Ach Gott. Zirperkörper 30 für Stufe 1. Zirperkörper, die Menschen essen? Sehen mich für mich immer aus wie gigantische, dicke Grashüpfer, aber die essen doch keine Menschen. Lass uns weitergehen. Ja, ich bin schon vorgelaufen. Hoppi, hoppi, los. Linke Füße, Herr Hobbit. So, das musst du mal an bestimmten Punkten warten, weil dann die Viecher aus dem Boden kommen. Wenn du zu weit läufst, darfst du zurückrennen. Hierher zu kommen war doch vielleicht keine so gute Idee. Ach, komm. Auf geht's. Oh, Scorim hält mal ein bisschen hier einen Schwatz. Mit einem Schwarzwold-Anführer, der eher gefesselt aussieht.
Okay. Still hier. Also, muss ganz leise sein. Leise. Bin da. Das ist eure letzte Chance. Hört einmal noch einmal die Treue. Niemals. Dann sterbt. Eindringlinge, mein Gebieter. Was? Was? Wo? Erledigt sie. Ja, Action. Boing. Wir haben Banbart Unterwerk beschützt. Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie er hier entkommen konnte. Einen Moment. Okay, kommt jetzt nochmal ein Video? Ja. Die Waldläufer, die einst die Grenzen des Auenlandes bewachten, wurden aufgerieben. Frodo hat das Auenland verlassen, doch in Bre erwarten ihn große Gefahren. Ich komme zu spät. Jemand muss ihn vor den Nazgûl finden. Und das kann nur einer sein. So. Herr Banbart. Zwei. Das. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Recht mit Streiche. Ach, wie schön, dass man nicht mehr laufen muss. Zack, ist man wieder im tänzenden Pony. Na, na, na. Na, na, na. Wir müssen schnell handeln. Ich brauche eure Hilfe. Brechten mit Lenglin, anderen Reiter, an Höhe des Nordens und Bockland-Tor. Ach ja. Okay, Bockland. Bockland, Bockland, Bockland. Das ist der andere Waldläufer. Oh, ich verlaufe mich hier jetzt. Jedes Mal biege ich hier falsch ab. So. Und dann hier. Uff. Nach Schragen. Das wäre weiß. Das können wir mal abbrechen. Reland-Quest werde ich nicht machen. Eine Mission will ich jetzt aber auch nicht machen. Ah. Ich glaube, ich gehe mal schnell nach Schragen. Ich brauche doch nur noch das bisschen. Ich glaube, wenn ich das Level habe, dann müsste ich eigentlich wirklich die Quest bekommen, die mir noch fehlt in diesem Lager. Macht Vita. Welchen Level? Ab 30 darf ich erst den Runenbeutel tragen. Wow, toll. Und ich hatte doch noch was hergestellt, oder? Guck mal kurz in die Bank. Ups, ich sehe nix. Ach doch, ich habe noch Schlüssel. Die wollte ich noch verbraten. Mist, jetzt habe ich keine Schatzkiste mehr. Hier ist ein Schild. Ja, ist nur Deko. Nope. Hab nix. Ist der Felsen eigentlich noch da? Wenn man hier übrigens von Bre nach Schragen reitet, ja? Also einfach so nach Norden. So lülülülülü. Dann war hier so ein Riesenfelsen. Der lag mitten auf der Straße. Der war nicht daneben oder abseits. Nein, er lag mitten auf der Straße. Also so hoch wie die Anhöhe hier natürlich. Ein Riesending. Frag sich, wo der herkam. Hat sich einfach verschoben. Aber wenn er sich verschoben hat, also woher, woraus, ist aus dem Boden entstanden? Ah. Hier passieren die lustigsten Sachen, wenn Riesen-Updates gefahren werden. Neue Gebiete implementiert werden, eingebastelt werden.
ist Lotro nie mehr das, was es mal war. Ist immer wieder aufregend. Okay, das ist Stufe 15. Ja, da vorne war das Ding. Wahrscheinlich von hier drüben. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein Riesenfelsmassiv, was hier so mitten in der Straße stand. Ich glaube, die haben das weggeräumt. Hier so war es. Hier bei dem Zaun irgendwo. Du meinst Dwayne? 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 Welchen Dwayne? Ah, hier. Ist weg. Schade. Davon noch Fotos gemacht. Dwayne the Rock. Ja, der war dann da, genau. Der hat sich hier einfach auf die Straße gelegt. Dwayne the Rock Johnson. Ah, geil. Ich weiß auch nicht, wie das manchmal hier alles so passiert. Ich weiß es nicht. Und diese Felsen hier, die waren hier drüben. Hier war alles zu. Hier kann man ja normalerweise hochlaufen zu dem einen Typi, den du befreien musst. Das hier war alles zu. Diese ganzen Felsen hier, die sind alle irgendwie kreuz und quer gerückt. So haben sie es auf dem Reddit genannt. Ah, okay. Also hier könnte man nicht rein und hier hinten ist so ein Typi gefesselt, der Robby. Genau, der Robby. Den Robby muss man eigentlich befreien. Aber da kann man gar nicht ran, weil Robby war im Felsmassiv. Das hier war alles nach vorne gerückt. So, hier war alles zu. Und ab und zu sind hier so Lücken gewesen. Wenn du hier oben gestanden hast, kurz zu gucken, da ist hier immer noch der Ork langgelaufen. Hä? Also hier die Pat, die geht ja mal vor und zurück. Ach, das ist toll. Immer wieder was Neues hier. Ich habe doch hier meine Handwerkstasche. Will ich das nicht doch noch reinpfeffern? Geht. Ach, cool. Weg ist es. Nett. So, dann kriege ich da noch... Oder soll ich dann noch mal... mal hier in Schragen noch ein paar Quests... Aber das ist dann oben nahen Waren, ne? Ah, wie heißt denn das doofe Ding hier? Nahen Watren. Oh, ich hasse dieses Gebiet. Also Grünweg hier so geht noch, aber nahen Watren ist so... anstrengend. Mich würde deine Rüssi interessieren, was du angelegt hast. Das ist Zierwerk. Lotro lebt vom Zierwerk. Alles fake. Alles fake. Alles nur, damit man gut aussieht. Und irgendwo hat er hier auch so eine schicke Kapuze.